Hey, General. Hallo. Hallo, Ma'am. Was ist da? Jetzt geht's los. Hier drüben! Oh, Gott sei Dank bist du hier. Ich hatte schon Sorge, dass uns die Sache hier über den Kopf wächst. Wie ist das denn genau passiert? Ich bin nicht für Außeneinsätze geeignet, das habe ich immer wieder gesagt. Und sie haben mich trotzdem geschickt. Es gab keine Anzeichen dafür, dass Wallace jemanden kontaktiert hatte. Oder dass er wusste, dass wir ihn beobachten. Wenn ich das gewusst hätte, dann... Ich weiß nicht. Dann hätte ich vielleicht versucht, die Sache anders anzugehen. Ich weiß, dass er möglicherweise für Phase 3 wichtig sein könnte, aber ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, uns in Gefahr zu bringen. Warum hat das Institut ausgerechnet dich geschickt? Sie dachten, ich könnte als Wissenschaftler eine Verbindung zu ihm aufbauen. Ich weiß, dass sie ihn schon seit Jahren beobachten. Keine Ahnung, wie sie ursprünglich auf ihn gekommen sind. Das will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Aber nachdem sie gemerkt haben, wie schlau er ist und was für eine Hilfe er bei Phase 3 sein könnte, haben sie ihn sehr genau überwacht. Ich glaube, sie haben ihm sogar von Zeit zu Zeit wissenschaftliches Material zukommen lassen, um zu sehen, wie gut er ist. Du weißt schon, um ihn zu testen, um zu sehen, ob er für das Institut geeignet ist. Holen wir Wallace einfach und verschwinden hier. Soll mir recht sein. Gehen wir. Okay. Es gibt da nur ein kleines Problem. Er will nicht mit uns kommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht könntest du ja mal mit ihm reden. Kein Problem. Ich bin sicher, ich kann ihn überzeugen. Das hoffe ich. Wir brauchen ihn wirklich. Wallace, ich bin hier, um mit dir zu reden. Du bist auch einer von denen, oder? Ein Roboter? Bist du okay? Wurdest du verletzt? Ich habe mich im Badezimmer eingeschlossen, um Killerrobotern zu entkommen. Natürlich bin ich nicht okay. Ich habe all die Geschichten gehört. Ich weiß genau, was Leuten passiert, wenn das Institut auftaucht. Aber mir wird das nicht passieren. Was kann ich sagen, um dich davon zu überzeugen, dass wir dir nichts tun werden? Dass ihr verschwindet und nie wiederkommt. Genau. Wir sind hier, um dir deine Nieren und deine Erinnerungen zu klauen. Deshalb verschwende ich jetzt auch meine Zeit und rede durch eine Tür mit dir. Das ist nicht lustig. Das alles hier ist nicht lustig. Hey, beruhig dich einfach, okay? Ich will nur mit dir reden. Würde ich reden wollen, wäre ich nicht hier drin. Und jetzt verschwinde. Was kann ich sagen, um dich davon zu überzeugen, dass wir dir nichts tun werden? Dass ihr verschwindet und nie wiederkommt. Halt die Klappe und hör mir zu. Wir wollen dir nichts tun, aber wenn du Schwierigkeiten machst, wirst du das bereuen. Ich wusste es. Du bist hier, um mich zu töten. Okay, wir haben keine Zeit mehr. Institut, hier ist Dr. Thompson. Es tut mir leid, ich brauche einen Synth an meine Koordinaten mit Offset 5.3. Wir müssen die Zielperson überwältigen. Ich bin dir für deine Hilfe mit der Situation da draußen dankbar, aber wir müssen diesen Mann zum Institut bringen. Ich schätze, Vater wird einen Bericht von dir machen. Ich freue mich, für dich zu arbeiten, zukünftiger Direktor. Doktor,
Du freust dich bestimmt, zum neuen Direktor ernannt worden zu sein. Alle Systeme normal. Grüße, Ma'am. Hey. Arbeite mit voller Kapazität. Hey. Scanne unbekannte Person. Freigabe bestätigt. Hey, Doc. Je schneller wir hier rauskommen, desto besser. Statusmeldung. Alle Funktionen normal. Nichts zu melden, Ma'am. Klingt, als wären die Raider in Libertalia ein harter Brocken gewesen. Ohne ihren Sohn wäre ich nicht hier. Ah, da bist du ja. Ich kann nicht ausdrücken, wie erfreut ich bin. Unser neuer Gast macht sich mit seiner Umgebung vertraut und hat schon mehrere Ineffizienzen in unseren Methoden entdeckt. Mit deiner Hilfe wird Phase 3 bald bereit sein. Ich danke dir. Ich helfe dem Institut gern. Hoffen wir, dass es sich auch auszahlt. Daran besteht momentan kein Zweifel. Wir werden es schaffen. Sehr bald. Du musst noch eine Aufgabe übernehmen. Und ich glaube, sie wird dir gefallen. Wir sollten dem Commonwealth mitteilen, dass wir da sind und es auffordern, uns nicht in die Quere zu kommen. Das solltest du übernehmen. Von was für einer Bekanntmachung sprechen wir hier? Einer öffentlichen Bekanntmachung für das gesamte Commonwealth, das mit dem Institut nicht zu spaßen ist. Als zukünftiger Direktor fällt diese Aufgabe natürlich dir zu. Wir haben einige Sätze vorbereitet. Wenn du fertig bist, übertragen wir sie an das gesamte Commonwealth. Benutze das Mikrofon und halte dich an dieses Skript. Ganz einfach. Du schaffst das schon. Seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut noch gibt, dass wir unter euch sind. Es stimmt, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind... da, um zu helfen. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor, um auch dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert, um der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer... persönlichen Freiheit. Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt.
Zur Folge hätte das. Unnötige Schwierigkeiten für uns alle. Seid beruhigt, denn die Zukunft... ist sicher und die Menschheit wird unter uns aufblühen. Tja, das war interessant. So hatten wir es uns nicht gedacht. Aber die Aussage dürfte bestimmt rüberkommen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass jeder es hört. Hättest du Lust auf einen kleinen Ausflug nach Diamond City? Was hast du in Diamond City vor? In der Stadt selbst gar nichts. Das ist eine Art Abkürzung. Den Radiosender in Diamond City hören viele im Commonwealth. Wenn die Leute hören sollen, was wir zu sagen haben, können wir sie so am besten erreichen. Bevor wir die Sendung übernehmen, müssen wir für eine maximale Übertragungsreichweite sorgen. Mir wurde versichert, dass die nötigen Teile vor Ort sind. Du musst sie nur installieren, um die Sendestärke zu erhöhen. Melde dich, wenn du fertig bist. Bis dahin müssten wir bereit sein. Wer ist da? Da ist nichts mehr.
ist Handel. Wir haben immer geöffnet. Die anderen Läden haben vielleicht geschlossen. Oh, hi. Hallo? Travis. Mach meinen Kram nicht kaputt, wenn's dir nichts ausmacht. Kein Wunder, dass das Ding nicht mit voller Kraft sendet. Hi. Mal wieder. Hi. Hi. Ich muss unbedingt diese Teile finden. Diese Radiostation.
Hast du von der kleinen Schlacht zwischen der Bruderschaft und dem Institut gehört? Der bei Bunker Hill? Da sind einige Leute mit draufgekommen. Ich muss unbedingt diese Teile finden. Ja, okay. Ich mach normalerweise nicht. Oh, oh Gott. Deshalb. Okay, versuchen wir das. Kommt das vielleicht hierhin? Okay, rein damit. Hey, hi. Mal wieder. Hi. Diese Radiostation. Die wird auffallen, dass es sonst keine gibt. Hey, Travis. Mach meinen Kram nicht kaputt, wenn's dir nichts ausmacht. Gut, dass du den abtrünnigen Synth zurückgebracht hast. Vater ist mehr als nur unser Anführer. Er ist unser Schöpfer. Ich wünschte, sie hätten Vater so wie wir gekannt.
Nicht vergessen, Gesundheit und Zufriedenheit gehen Hand in Hand.